wir sind noch auf der Messe in Essen, sind jetzt bei Hans im Glück und neben mir sitzt Jasmin. Hallo. Hallo. Und wir schauen uns jetzt mal das Spiel Majesty, deine Krone, dein Königreich, etwas genauer an. Genau. Heute Majesty von Marc-André, dem Autor von Splendor. Sagt vielleicht jemanden auch was? Bestimmt. Genau. Steigen wir gleich an. Jeder von den Spielern hat sein eigenes Dorf. Von der Mühle über die Brauerei zum Hexenhaus. Jeder hat natürlich ein Wachtum, eine Kaserne, eine Taverne, das Schloss und ein Lazarett. Jeder Spieler hat noch hier eine Miepelkarte mit 5 Miepeln am Anfang. Wenn man dran ist, es liegen 6 Personen aus. Also man möchte einfach Personen in sein Dorf einziehen lassen, weil momentan ist es einfach noch unbewohnt. Und dadurch, dass die Personen in das Dorf einziehen, können wir uns Münzen und dadurch kriegen wir eben Reichtum. Und das ist eigentlich das Ziel vom Spiel, dass wir Reichtum bekommen. Wenn man also dran ist, habe ich hier die Wahl von 6 verschiedenen Personen. Die erste Personenkarte kostet mich gar nichts. Die kann ich einfach umsonst nehmen. Dann ordne ich sie zu, welcher Gebäudeart sie angehört. Das hier ist jetzt eine Müllerin, die muss also in die Mühle. Dann löst diese Müllerin die Aktion der Mühle aus, weil ich eben eine neue Karte dazu lege. Dann ist eigentlich die Runde quasi schon rum, die Karten werden nachgeschoben, ich lege eine neue Karte auf. Wenn ich nicht die erste Karte kaufen möchte, sondern irgendeine andere, muss ich dafür Miepel bezahlen. Die erste, wie gesagt, ist umsonst. Die zweite kostet mich einen Miepel, dann kann ich die nehmen. Wenn ich die dritte kaufen möchte, zahle ich einfach 2 Miepel, die dritte. So funktioniert es eigentlich. Es legen immer 6 Karten aus. So ist eigentlich schon das Grundprinzip ganz einfach. Dann gibt es noch die einzelnen Aktionen bei den Gebäuden. Wie gesagt, die Müllerin, bei der Aktion ist es, pro Müllerin bekomme ich 2 Münzen. Das heißt, die erste Müllerin bringt mir einfach 2 Münzen. Würde ich irgendwann später eine weitere spielen, kriege ich dann einfach 4 Münzen und so weiter. Beim Brauer kriege ich pro Brauer 2 Münzen und ein Miepel. Das heißt, auch so kann ich dann nochmal an Miepel kommen. Und jeder Spieler, der eine Müllerin hat, also auch die anderen Mitspieler, nicht nur ich selber, bekommen dann zusätzlich nochmal 2 Münzen. Das Hexenhaus bringt mir gleich pro Müllerin, pro Brauer und pro Hexe 2 Münzen ein. Außerdem hat es noch eine Zusatzfunktion, die erkläre ich ganz am Ende, es ist einfach. Der Wachturm ist ganz ähnlich wie die Hexe, nur für andere Karten, das heißt hier für den Wachturm, für die Kaserne und für die Taverne kriege ich 2 Münzen. Bei der Kaserne kriege ich 3 pro Soldat, 3 Münzen. In der Taverne pro Wirt 4 Münzen und auch wieder hier alle anderen Spieler, die mindestens einen Brauer haben, kriegen 3 Münzen. Und beim Schloss kriege ich 5 Münzen und ein Miepel. Das heißt, man sieht schon, es ist am Anfang nicht so viel wert und das Schloss ist dann natürlich, ich meine, das ist das Schloss. Genau, dann sind wir eigentlich auch schon bei den Zusatzfunktionen und zwar die Kaserne beim Soldaten. Steht ein Angriff drauf. Das heißt, ich kann meine Mitspieler angreifen. Lege ich also einen Soldaten, spiele ich einen Angriff. Es muss geschaut werden bei jedem, schaut mal, hat er genug Verteidigung, also hat er genug Wachen. Hat derjenige genauso viele Wachen wie ich Soldaten, dann ist er geschützt. Hat er weniger Wachen, geht der Angriff durch und er muss die erste Karte von links ins Lazarett legen. Aber zum Glück gibt es das Hexenhaus. Die Hexe, die kann nämlich heilen. Lege ich eine Hexe, hat sie die Zusatzfunktion, ich kann die oberste Karte aus dem Lazarett wieder heilen. Das heißt, ich drehe die einfach wieder auf die Seite und habe sie dann einfach wieder. Habe ich am Ende vom Spiel noch Leute im Lazarett, also Verletzte, minus ein Geld. Das heißt, ich muss dann eben pro Verletzten nochmal ein Geld abgeben am Spielende. Außerdem gibt es noch 2 Mehrheitenwertungen. Das Spiel ist aus, wenn jeder 12 Karten genommen hat. Es ist also tatsächlich ein relativ fixes, schnelles Spiel. Mehrheitenwertung, wir schauen bei jeder Gebäudeart, wer hat die meisten Personen. Der kriegt einfach dann hier unten, bei der Mühle wären es jetzt 10 Punkte, beim Brauer 11
11 und so weiter, auch da ist es Ansteigen von den Punkten. Das heißt, auch hier ist das Schloss mehr wert. Außerdem gibt es noch eine Wertung, wie viele unterschiedliche Personen habe ich gelegt. In unserem Beispiel wären es jetzt einfach 3, dann würde ich einfach 9 Punkte bekommen. Am Ende 3 mal 3, hätte ich 6, wären es halt 36, 6 mal 6. Genau, so ist es eigentlich schon alles erklärt. Diese kleinen Sachen hier unten dran, ist das noch für den Aufbau der Karten oder wofür ist das? Genau, die einzelnen Zahlen 1, 2, 3, 4 ist für die Reihenfolge, wie es in meinem Dorf liegt, damit es auch schön ausschaut. Weil man sieht ja hier auch, das wird hier so ein Panorama, wenn man die Karten aneinander legt. Genau, und die A-Seite ist einfach, wir haben eine A- und eine B-Seite. Die A-Seite ist auf jeden Fall für den Einstieg sehr gut, weil man kommt eben schnell rein. Bei der B-Seite haben wir einfach ein paar andere Aktionen, ja. Also jedes Gebäude hat auf der B-Seite eine andere Funktion und funktioniert halt dann so ein bisschen anders. Ist das denn dadurch auch schon schwieriger oder ist es einfach nur anders? Es ist vor allem anders. Es ist nicht viel schwieriger, also weil die Symbole werden nicht viel anders. Es gibt, da muss man manchmal vielleicht ein Set aus 2 verschiedenen Karten haben, aber im Grunde sind die Regeln nicht schwieriger. Ist ja auch, wenn ich von den Rahmendaten nochmal gucke, ab 7 Jahre für 2 bis 4 Spieler und 20 bis 30 Minuten Spielzeit, das ist ja auch recht kurz von der Spielzeit her. Ja, genau. Also es ist eigentlich ein relativ flottes, gerade für unsere Spiele, ist auf jeden Fall eher so für einen Familienbereich. Ja, gut, dann haben wir erstmal zu dem Spiel alles gesagt. Wunderbar, dann erstmal vielen Dank an dich. Gerne. Und dann schauen wir nochmal weiter, was ihr sonst noch so habt. Ja, danke.